Also einfach nach unten, dann geht es vorwärts. Das? Ja, genau. Im selben Jahr hat der britische Künstler Jeremy Deller eine Auseinandersetzung zwischen Polizei und Grubenarbeitern, streikenden Grubenarbeitern aus den 70er Jahren, in einem Reenactment nochmal inszeniert. Und daran haben 10.000 Leute teilgenommen und sie wurden geschult durch eine Organisation, die darauf spezialisiert ist, historische Schlachten nachzustellen. Die Schlacht von Hastings oder Wellington gegen Napoleon und alle möglichen Sachen, Austerlitz. Und daraus wurde dann anschließend ein Film und wir haben darüber gesprochen, dass das eigentlich doch eine ziemlich, sagen wir mal, fragwürdige Sache ist, weil eine politische Auseinandersetzung dann plötzlich zu einer Theateraufführung wird und damit der Ernst der ganzen Sache eigentlich letztendlich verloren geht. Aber man kann sagen, diese Bemühung, politisch wichtige Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und sie unter Umständen auch mit solchen fragwürdigen Methoden wieder in Erinnerung zu bringen, ist, glaube ich, auch etwas, was für das 21. Jahrhundert nicht untypisch ist. Da gibt es noch eine ganze Menge weiterer Dinge. Ja, hier haben wir einen Film, der 2002 bei der Berlinale in Berlin, die ja gerade zur Zeit auch wieder läuft, gezeigt wurde, von einer Pionierin der Cyberculture, speziell des Cyberfeminismus, Lynn Hirschman Leeson. Das war eigentlich insofern interessant, weil man ja vermuten könnte, das 21. Jahrhundert sei ein Jahrhundert, in dem Cyberculture sich ausdehnt, zu einer vorherrschenden Kultur wird. Aber das ist ja anscheinend tatsächlich nicht der Fall. Und wenn man so einen Film heute sieht, wirkt er eher ein bisschen lächerlich. Mhm. Ich gehe einfach mal weiter, oder? Ja, gut, also hier haben wir eine Arbeit von David Klabaut, der sich sehr ausführlich und mit verschiedenen Anläufen immer wieder mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie Zeit, Bewegung und Stillstand miteinander in Verbindung zu bringen sind. Hier ist zum Beispiel eine Szenerie unter einem Autobahnkreuz zu sehen und man bemerkt auf den ersten Blick gar nicht, dass sich da irgendetwas tut. Man hat den Eindruck, das ist ein Foto, das gerahmt ist, da, wo sich nichts verändert. Aber wenn man etwas länger davor stehen bleibt, bemerkt man, dass die Sonne langsam sich bewegt und höher steigt. Die Sonne geht auf. Und dann wird an einem bestimmten Zeitpunkt auch sichtbar, dass hier im Schatten, wo wir jetzt gar nichts sehen, ein Obdachloser übernachtet hat. Also auch da haben wir eigentlich wieder das, was wir schon bei Meritou gesehen haben. Also man sieht zwar alles, aber man sieht eben doch nicht alles. Und das scheint mir, wie gesagt, typisch für das 21. Jahrhundert. Ich gehe mal weiter. Und verbinden diese ganze inszenierte Fotografie mit Jeff Wall? Das könnte man sagen, aber bei Jeff Wall hat man ja ein Bild, das möglichst klar und aussagekräftig sein soll, obwohl es oft doppeldeutig ist, aber es ist auf jeden Fall ja bis ins kleinste Detail inszeniert. Mhm. Und hier kommt es nicht so sehr auf die Inszenierung des einzelnen Bildes an, sondern auf die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, auch wenn man genau hinsieht, etwas zu erkennen. Es gibt auch bei Jeff Wall solche Dinge, wo so im Hintergrund, wo man es kaum sehen kann, plötzlich unter der Brücke ein Obdachloser liegt. Also okay, ja. So etwas gibt es bei ihm auch. Aber hier haben wir sozusagen es noch ein wenig mehr auf die Spitze getrieben, weil man es tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt nur sieht, aber während der ganzen anderen Zeit, ich weiß nicht genau, wie lange dieses Video läuft, also mit Sicherheit eine halbe Stunde oder noch länger, den größten Teil der Zeit sieht man es eben nicht.
Und bei Jeff Wall sieht man es, man muss nur nah genug rangehen, wie bei Julie Meritu, um es eben dann zu erkennen. Und das gibt es, dieser gestohlene Brief von Allan Poe, ne? Ja. Edgar Allan Poe. Das ja. ist eigentlich... Offensichtlich, steht auf dem Schreibtisch, aber ja. niemand erkennt ihn. Mhm. Aber hier ist es auch nicht so, ne? Steht da nicht offensichtlich. Man muss schon mal ein Konzept... Man muss von Seiten des Betrachters etwas hinzutun. Man muss eben selbst sozusagen das Werk erforschen. Man kann hier einfach hingehen und ja, es genießen, wie man es hier kann. Okay. Also ich halte das eigentlich für eine Kunst, die, sagen wir mal, eher in die Wohlfühl-Wellness-Sphäre hineinverweist. Hier diese Arbeit von Olafur Eliasson, seine berühmteste Arbeit, die angeblich über 2 Millionen Menschen gesehen haben. Mhm. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass der Eintritt hier in die Turbinenhalle unentgeltlich war. Da konnte man einfach mal so reingehen, wohingegen man in das State Museum selbst nicht ohne Eintritt hineinkam. Aber auch hier kann man sagen, haben wir wieder so eine Art von, ich würde fast sagen, Manipulierung des Betrachters. Man sieht ja hier, dass sich viele Leute auf den Boden gelegt haben. Das ist ja ungewöhnlich. Mhm. Normalerweise legt man sich nicht auf den Boden. Warum legen die sich auf den Boden? Ganz einfach, weil unter der Decke ein Spiegel angebracht ist. Und sie merken natürlich, wenn sie in diesen riesigen Raum reinkommen, der so aussieht, als ob dort irgendwie ein Sonnenuntergang stattfindet, dass sie, wenn sie sich bewegen, sich selbst eben im Spiegel unter der Decke erkennen können. Mhm. Und wenn man etwas länger dort verweilen will, ist es natürlich bequemer, sich auf den Boden zu legen und nach oben zu schauen, als ständig mit dem Genick. Es ist hier eine Art von, sehen Sie hier eine Art von 2001 von Kubrick, aber 2 Jahre später? Ich glaube nicht, dass es dann von der kontemplative, ja. diese kontemplative Stimmung, der das sich stimmt, nicht ja. bewegt. Also der ja, Astronaut bleibt in einer Kapsel jahrelang. Ja. Ne? Aber ich denke, dass Eliasson eigentlich doch was anderes im Sinn hatte zumindest, nämlich er möchte durch diese Situation, es ist ja nicht direkt ein Werk, es ist eher eine Situation, die er vorbereitet für das Publikum. Ich glaube, er möchte so ein Gefühl von Gemeinsamkeit erzeugen, was denke ich auch sehr typisch ist für das 21. Jahrhundert, eben deshalb, weil diese Gemeinschaft ansonsten nirgendwo mehr zu finden ist. Sie sehen was von therapeutisch vielleicht? Ja, ein bisschen, hier? Ja, genau. Also das Gefühl, die Sonne geht jeden Tag unter und jeden Tag wieder auf und wir sind doch alles nur kleine Ameisen und wir sind doch irgendwie alle Menschen und wir müssen mal die Unterschiede jetzt außer Acht lassen und sehen, dass wir uns hier in so einem kosmischen Zusammenhang eher wie eine Gemeinschaft als eben vereinzelte Einzelne bewegen müssen. Aber ich denke, das ist auch eine, aus meiner Sicht zumindest, eine relativ fragwürdige Sache, weil das so eine Art folgenlose Gemeinschaftsinszenierung ist. Also es ist nicht irgendwie eine Gemeinschaft, die aus Interesse ist kurzfristig, entsteht. Ja, auch. Ist kurzfristig, ja, genau. Man geht danach wieder auseinander. Also das entspricht so fast dem modernen Arbeitsleben. Ne? Also man hat keine Arbeit mehr für Jahre oder früher für ein ganzes Leben, sondern man macht eben kurzfristig an einem bestimmten Team mit und beteiligt sich und dann geht man wieder woanders hin. Also neulich las ich, dass ein Arbeitgeberpräsident sagt, also man müsste eigentlich die Arbeit genauso jederzeit und überall bequem und in jeder Größe und Menge beziehen können, wie Benzin an der Tankstelle. Mhm. Ja, also man so und so viele Arbeitskräfte jetzt für einen halben Nachmittag, dann alle wieder raus. Ja. Der Professor, wir reden hier viel über der Eliasson. In der Befragung, viele Studenten haben der Eliasson als einen der Künstler der 100 Jahre noch
seine Werke 100 Jahre noch bestehen wird. Viele Leute, also 9, glaube ich, stimmen für Eliassen. Mhm. Und, aber der Professor fand das auch immer noch sehr, sehr kritisch. Ja, das ist so eine Art skandinavischer ja, Pseudosozialismus, ne? So wie auch Ikea. Ne? Man muss, also ich weiß nicht, ob Ikea in Brasilien bekannt ist. Das ist ja auch etwas, wo man sich als Kunde beteiligen muss. Ne? Man bekommt nicht ein fertiges Möbel, sondern man nimmt die Teile mit nach Hause und baut sie selbst zusammen. Man geht zu Ikea Restaurant, zu Ikea Kinderpark. Genau. Ja, das ist